Ja, willkommen, mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zum Let's Play Tales of Systeria. In der letzten Folge sind wir in der Elaine-Rune rumgeeiert. Und in der Folge davor und in der Folge davor. Yay! Optimaler Spaß und ja, eigentlich. Da warten schon die nächsten zwei Bosse, die irgendwie übelst abspannen. Yo! Dann haben wir aus dem letzten Kampf gelernt. Irgendwas einsetzen am besten. Wie wär's mit Handangriff? Ja. Wurf. Da haben wir ja. Soll ich sowieso nicht ausweichen, oder? Nö. Ja, die stehen dann nur so rum und machen nichts. Also könnte man meinen, man könnte ihn ausweichen, aber nö. Ihr seid noch Level 110, sehr gut. So, was haben wir hier? So viel Fokus, oh Gott. Wir haben so wie gar keine Verteidigung. Okay, Roch, gäbe es so etwas wie ein Clownfest, stünde dieser vor ganz oben auf der Gästeliste. Du stellst besser was gegen die Clown, dann stehst du demnächst ganz oben auf der Gästeliste des Pflasterfestes. Selbst wenn wir seinen Krallen entgehen, müssen wir von seinen schnellen Angriffen auf der Hut sein und Schaden minimieren. Wenn wir ihn abwehren können, haben wir vielleicht eine Chance auf einen Gegenangriff. Der Valkyrie, die sollte sich ja ziemlich geschickt anwenden, himmlischer Windarzt sein. Okay, du stirbst als Erste. Mit ihren Schwingen kann sie Nahkampfangriffen leicht ausweichen. Überlass die Seraphische. Überlass die Seraphen Feuer hat mir. So. Ah ja. Boah. Hört ihr mal aufhören, jedes Mal. Das geht mir langsam auf den Nerven. Warum muss Anna auf meine Tasse geändert werden? Was soll das? Also, was ist der Grund dafür? Weißt du, wenn ich irgendwie die perfekte Truppenzusammenstellung gehabt habe, ne? Und die tun mir wieder alles hier kaputt hauen und ich habe den Schlag hier erledigt. Oh, was zum Teufel. Oh ja, eine Güte. So, ich habe das Gefühl, ich muss so einen hier benutzen, weil das ist doch nicht normal, was hier schon wieder abgeht, ne? Ja, wir sind 10, wir sind auf meinem Level. Das darf nicht passieren eigentlich. Weil wenn ich den Schwierigkeitsgrad ein bisschen niedriger hätte, ne? Und ich wäre auf den gleichen Level wie meine Gegner. Würde ich dann trotzdem so viel Schaden bekommen? Kann ich mir nicht vorstellen. Und geil, ich bin tot. Ja, ich bin tot. Mal zu. Warte. Kalt werden wir. Müdigkeit. Du bist anfällig gegen. Du bist nicht anfällig gegen Feuer. Du bist anfällig gegen Feuer. Verdammt, ich hab gewechselt. Und jetzt merkt ihr auch gerade, was das Problem ist. Du. Ich hab nur noch. Warum hab ich nur noch 4 jetzt? Also SA. Alter, selbst wenn alles Teiler kriege ich ja voll auf die Fresse. Sollte man alles Teiler nicht so viel Schaden bekommen, ehrlich. Okay, geil abgetankt jetzt. Oh, Gegner, ihr regt mich hier irgendwie auf in dem Spiel auf einmal. Heute ist das Spiel echt kacke. Eine Art Angriff ist runter. Boah, ist du mich. Ey, ich komme jetzt zu nix. Wird das dann angegriffen? Und dann ich irgendwas machen kann. Nein, ich wollte da rein. Ich wollte. Nur wie blöd hier. Ich bin die ganze Zeit nur wie blöd hier am Rutsch. Boah, echt. Ich will mich auf die einen konzentrieren, jetzt geht der die ganze Zeit auf mich los, ey. Ausgerechnet jetzt, wenn ich mal nicht will, dass der auf mich losgeht, gehen die natürlich auf mich los. Das ist einfach nicht wahr. So, dann komm her, ich mach dich platt. Sag nicht, ey. Sonst ignorieren mich alle Bosse, ne? Und gehen auf meine verdammten Gefährten aus. Und ich muss den hinterher. Dann gehe ich auf jemanden anderen los. Dann kommt natürlich der andere auf mich die ganze Zeit los. Super. Dreck.
Naja. Ja, ich habe eine Mystik. Oh, ich hasse so Mystik, hat so bestimmte Voraussetzungen, ja, wie zum Beispiel 50 Kombos oder irgendwie sowas. Mein Test ist vorne, ja, war ja am allerschlimmsten. Oh, was? Oder irgendwie eine bestimmte Waffe ausrüsten musstest, dann nur, keine Ahnung, 20% HP haben musstest, dann noch einen bestimmten Angriff einsetzen musstest und all sowas. Er tut dann solche Voraussetzungen ein bisschen machen. Ja, aber da irgendwie nichts davon, wenn man die so kryptisch aktivieren muss. Ah, ein Defekt. Hätte gegen beiden von euch kämpfen. Ja. Das wird alles Teil noch so viel Schaden machen, ne? Von denen kriege ich auch keine Kugel, ne? Also. Boah. Bin ich auch blödig. Ich bin verdammt nochmal verlangsamt und kann dann nichts mehr machen. Ich kann dann echt nichts mehr machen. Boah. Einer von euch muss drauf gehen, ehrlich. Alter. Das mit alles Teiler. Ich krieg nur so viel Schaden mit alles Teiler. Ich bin schon wieder im. Oh, okay. Ja, schon wieder kaputt, geil. Und dieses Auferlangsamen, ey, das gibt's doch nicht. Wir sind Level 110, wir sind auf mein Level. Oh mein Gott, schon wieder ist sie kaputt. Vielleicht Verteidigung plus Dingens nehmen sollen. Boah, Edna, nicht schon wieder. Die ist schon. Boah. Die ist schon wieder tot. Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe so viele Probleme mit dir. Ist er so gut wie tot schon. Dann, boah, kannst du mal aufhören, langsam zu sein die ganze Zeit. Au, was zum. Nein, spinnst du. Boah. Alter, nicht. Dein Ernst, oder? Warum bloß Viech, ne? Kann ein Viech nur so nervig sein. Oh nein. Alter, kannst du jetzt aufhören mit diesem Angriff? Oh mein Gott, ey. Und das Viech setzt jetzt echt nur noch das ein. Oh, ey. Junge. Müssen wir noch warten, bis Edna wieder da ist. Ich habe eine lange Zeit nicht gespeichert. Alter. Der Angriff geht mir langsam auf die Nerven. Boah, hörst du auf damit? Ernsthaft? Oh, mach mal einfach. Oh. Die ganze Zeit die Höhlenfrau, ne? Soll nicht. Weil der Kampf die ganze Zeit war noch chillig, ja. Nein. Oh. Die Bosse wegen mich hier voll aufgabe. Ich will schon wieder weggehen, ne? Ich will schon wieder ins Vereinigt, oder? Ja, boah, bleibst du hier? Boah. Ah, Feuer hier. Gibt der Feuer. Boah.
daneben. Und sagen, bist du irgendwie so ein Riesensein von diesem Engel, ne? Und klar, das ist eure Kunst. So, komm her. Mit der Krise, direkt. Bam, 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 bam. So, Falke. Oh mein Gott. Falke für die Zerstörung. So, oh mein Gott. Band des Gleichgewichts. Ich habe keine Kugel bekommen, das regt mich ein bisschen auf. Da kommt jetzt Mikleo. Ab hier meine Öl. War einfach nur da. Boah. Na, oh, ich hab den hier bekommen. Verteidigung, das wäre ja super. Gulani war da, glaube ich, auch im Namen von einem Dingen, ne? Von einem. Na. Ich habe noch nicht nachgeguckt, wie hieß denn nochmal. Ah, ihr wisst schon, diese riesen Dinger hier. Hotel Space F, die Kristalle. Band des Gleichgewichts, das habe ich doch, glaube ich, noch nicht, oder? Was Angriffskraft, ja, super. Und Fokus. Ja, gehen wir mal mehr auf Angriffskraft, habe ich das Gefühl. So, Titel. Der Titel ist, glaube ich, auch darauf ausgelegt, ne? Ja. Also viel Fokus brauche ich ein bisschen mehr. Weil meine Angriffe nicht so stark sind wie in einer, wie einer amortisierten Rose zum Beispiel. Deswegen muss ich irgendwie anders Angriffskraft beziehen. Okay. Was? Ach, oder? Okay. Da ist schon wieder so ein ganz kleines Gebiet, ne? Ist da irgendwas? Warte, ist echt was. Jetzt ist da nix. Pass auf. Ja. Was zum Teufel? Warum? Was für einen Sinn hat das? Wenn man keine Karte hätte, würde ich das sogar verstehen, aber man hat eine Karte, ne? Ich muss mal gucken, ob ich. Ich muss mal irgendwelche Reviews von diesem DLC irgendwie nachgucken. Ob ich der Einzige bin, der irgendwie so viele Sachen hier störend findet. Ich bin irgendwie der Einzige immer, der irgendwie solche Sachen herauspickt. Ich bin irgendwie der Einzige, der immer Fehler von Spielen herauspickt. Alle anderen sagen immer, ja, das ist perfekt, nee, das ist gut, vollkommen die Fehler ignorieren. Weil ich nicht gut finde. Das ist schon wieder nichts. Okay, du kannst jetzt hier. Ja, warum sollte ich mir eine Dingens hier? Eine Abkürzung schaffen? Da ist doch wahrscheinlich ein Speicherpunkt, das macht die Abkürzung schon wieder vollkommen nichtig. Das ist ja solche Sachen. Andere Leute würden gar nicht so weit auffallen oder würden sich gar nicht darüber beschweren oder so. Warum? Aber mit dem neuen Star Wars Film. Weil ich kenne, sagen, ja, der Film war gut, ja, und ich war der Einzige, der immer so Fehler rausgekriegt hat. Fand den auch gut, aber ich habe auch ein paar Sachen gestört. Ich weiß nicht, mein Gott. Ich will jetzt nicht so tief drauf eingehen und so, aber alle sagten einfach, ja, der war gut, perfekt, ja, der hat keine Fehler oder so, ne? Und nee, das war nicht so, wenn ich einen Fehler gesagt habe, weil das musste so und so sein und die haben schon so was gedacht oder irgendwie. Dabei kann man doch erst irgendwas sehr gut wertschätzen, wenn man gerade die Fehler herauspickt. Müssen wir mal vergleichen. Sucht euch mal irgendwie euer allerliebstes Lieblingsspiel oder allerliebsten Lieblingsfilm, Serie, was auch immer raus. Und ihr werdet herausfinden, dass es auch da Sachen gibt. Und ich rede jetzt von eurer absoluten Lieblingsserie und so.
oder Film, Spiel, was weiß ich, Buch, keine Ahnung. Wir werden herausfinden, dass auch da, gerade weil man diese Serie oder was auch immer so gut kennt, gerade weil man das so gut kennt oder vielleicht schon öfter geguckt oder gelesen oder was weiß ich gemacht hat, dass auch das Fehler haben wird. Tales of Serie, auch mein absolut Lieblingsspielserien. Und auch Fehler, die mich stören. Und immer noch keine Sicht von Sorel. Dann frage ich, wie lange sich das noch ziehen wird hier mit den beiden. Wie lange ist das hier noch? Die Gegner werden ja immer stärker, oder? Ja, zeig mal, wie stark bist du? Ich wollte eigentlich angreifen, aber okay. 110, gut. Geht noch. Außer ihr seid voll stark. Tut mich auch mit einem Schlag wieder weg, was ich nicht gut finden würde. Vielleicht die Kamera noch so eingestellt. Ja. Ja. Third Person irgendwie so. Ich bin schon langsam nicht da gewöhnt. Ja, ich glaube, ich ziehe jetzt doch ein bisschen mehr an. Ne? Okay. Neue Gegner, nein. Gut, klopp. Mann, das ist. Den Widerstand ist ja super. Ist so ein Würfel auf uns schießen. Oh, das ist überhaupt nicht nervig. So ein Flächenangriff die ganze Zeit. Alter. Was haben die eigentlich für Probleme hier in dem? Wie soll ich das ausweichen? Bin ich doch schon wieder gar nicht ein hier. Ey, da sind 5, 6 Viecher, die alle diesen Angriff machen. Was soll ich denn dagegen machen?
habe ich die Gegner wenigstens in meiner Dingens drin, ne? Weil das wird mich dann so stören. Ja, gut. Ich weiß auch, ob ich die besiegt habe oder nicht. Weil er hat sich doch schon mal wieder gar nicht ein. Ja, nein. Goldaxtleier, super. 141, ja. Ich glaube, boah, das braucht schon wieder eine Million Jahre, bis ich das richten kann. So eine lange Fluchtsequenz ist echt nicht nötig, wenn ihr mich fragt. Das war ohne Scheiß. Das ist doch ein bisschen übertrieben hier. Ja, wesen habe ich einen Speicherpunkt gefunden, wo ich zurückgehen werde. Was lange noch da. So, ich mach mal von der anderen Seite hier auch auf. Oder auch nicht, okay. Ich habe schon wieder eine Abkürzung schaffen, die ich, weiß ich nicht, nicht gebrauchen kann. Weil ich mich zwischen Speicherpunkten teleportieren kann und ihr geht mir jetzt so weit vorne am Popo vorbei. Ja, was ist denn schon wieder? Noch mehr neue Gegner, ey. Wenn ich irgendwie mehr Gebiete bauen können, dann wenigstens, anstatt mit so Ruine. Ah, komm her, meine Güte, du bist schon wieder so schnell. Level 116, ne, keine Lust. Boah. Also, ich habe euch in meinem Buch, auch wenn das überhaupt nichts bringt, wahrscheinlich. Vielleicht eine Trophäe oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Wenn überhaupt. Band des Gleichgewichts. Warte, was? So, da. Nee, warte. Weiß nicht genau, wo ich hin muss. Bitte sagt mir, ihr seid nicht schneller als ich. Gut. Und ihr werdet mich eine ganze halbe Stunde hier verfolgen, ne? Hier ist gut langsam, danke. Was? Muss ich hinten? Hä? Wo muss ich hin? Da, mein gemeines Wappen versteckt. Hinter der Truhe. Guck doch niemand nach. Da kann ich hier eine Abkürzung schaffen, ne? Willst du mich auf den Arm nehmen? Ey. Gut. Dann haben wir endlich den Part hier, so ungefähr. Wir sehen uns dann hier so in der Mitte, also hier wieder, nehme ich an. Guck mal, ob den Raum auch noch irgendwelche von diesen Kristalldingern sind, wenn ich diese Truhe eingesagt habe. Mit Galt. Wollte ich schon wieder viel zu viel ab. Guck mal, das mal auf. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Tales of Hysteria. Ich bedanke mich alle als Zuschauer und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.